Ja, den Boden mit den Füßen treten, vor allem meine eigene Gestaltung. Wenn das unsere Kunden und die Besucher tun, dann ist das ein gutes Gefühl, weil ich dann sehe, dass eben der Effekt da ist, es funktioniert. Wir haben zum Beispiel hier auf der Best of Events in einem Eingang der Halle 4 einen wunderschönen Boden gestaltet, wo die Leute wirklich stehen bleiben, auf den Boden schauen, miteinander diskutieren, teilweise sich sogar bücken, um mal anzufassen, weil sie wissen wollen, ob das Element, was wir da grafisch auf den Boden gebracht haben, denn nicht vielleicht wirklich real ist. Und das ist natürlich das größte Kompliment, was mir als Gestalter gemacht werden kann. Also, ob es beste Motive auf dem Boden gibt, sei mal dahingestellt, würde ich gar nicht mal so sagen. Es gibt beliebte Motive. Im letzten Jahr war Beton ein ganz großes Thema. Wir mussten für alle möglichen Stände und Events Betonflächen machen, wo dann irgendwas Kleines Buntes noch drauf passiert. Ich bin immer Fan davon, wenn man dann eine bestimmte Atmosphäre schaffen will, wirklich mit Details zu arbeiten. Denn gerade das Detail ist das, was hinterher das Design ausmacht. Es hilft niemandem, ein glattes, sauberes Holz dahin zu legen. Wenn das Holz dann schartig ist, dann sieht es so aus, als wäre es tatsächlich echt und würde da schon seit einer Weile liegen. Nach der Messe wird der Fotoboden im besten Fall an uns zurückgeschickt. Und wir werden dafür sorgen, dass dieser Fotoboden zu 100% recycelt wird. Also das Material kann geschreddert werden, dadurch entsteht ein Granulat und dieses Granulat kann zu 100% wieder in die Herstellung von neuen Vinylböden einfließen, wodurch wir einen relativ geschlossenen Kreislauf haben und damit wesentlich nachhaltiger sind, als man das bei einem Plastik-PVC-Vinylboden denn meinen mag. Also egal wann es her war, wann die Veranstaltung stattgefunden hat, wenn der Boden zu uns zurückgeschickt wird, geben wir den in ein Werk, das diesen Boden komplett wiederverarbeitet, wiederverwertet und in die Herstellung von Vinylböden einbringt.